Ein ungewöhnlicher Anblick. Ich bin nahezu ungeschminkt, aber ich dachte mir, wir implementieren das Ganze einfach etwas häufiger in meine Videos, einfach für ein bisschen mehr Normalität und Menschlichkeit. Ich habe heute ganz, ganz viele Skincare-Favoriten aus der Drogerie für euch, die mir in den letzten 3, 4, 5, 6 Wochen, teilweise sogar schon länger, sehr, sehr gut gefallen und die mir dabei helfen, einfach eine gute Haut zu haben. Und zwar eine so gute Haut, dass ich auch Lust habe, sogar ungeschminkt hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hallo, ihr süßen Mäuse. Es tut mir ein bisschen leid. Im Moment geht's rauf und runter. Ihr habt es wahrscheinlich bei Insta gesehen, dass ich gefühlt jeden Tag nicht hier bin und jetzt gerade probiere, so ein bisschen Content vorzuproduzieren, dass ich euch mit hilfreichem Content versorgen kann. Und deswegen probiere ich gerade so ein paar Videos hintereinander wegzudrehen, die euch aber auch helfen. Ich will nicht so 0815 Videos haben, Hauptsache, dass ich ein Video habe, sondern die euch auch ein bisschen irgendwie was mitgeben. Deswegen habe ich mir mal ein paar Skincare-Favoriten rausgesucht, die für mich in einer ganz bestimmten Kombination gut funktionieren. Und ich dachte mir, ich habe keine Geheimnisse für euch. Let's go. Wir starten mit der Reinigung. Und ich muss echt sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch bei der Reihe. Aber das ist die Revitalift Vitamin C-Reihe von L'Oréal. Diese ist jetzt meine dritte aufgebrauchte Flasche. Ihr habt doch so ein paar aufgebrauchte Produkte hier mit drin. Das steht immer bei mir unter der Dusche. Ich mache es meistens so, dass ich ziehe mich aus draußen, habe vielleicht noch eine Haarmaske an, auf dem Kopf. Gehe zum Waschbecken, mache dort meinen Oil Cleanse, nehme dann schon entweder einen Reinigungsbalsam, gerade habe ich ein flüssiges Reinigungsöl und massiere das ein, lasse das kurz einwirken und gehe dann in die Dusche und reinige dann das Öl mit einem anderen Produkt ab. Und das ist meistens das jetzt hier gewesen. Aktuell steht die Niacinamid-Version davon drin, die gefällt mir auch sehr gut, aber das ist wirklich mein absoluter Favorit aus der Reihe. Ein tolles, schaumiges Ergebnis, eine sehr gute, effektive Reinigung, wie ich finde. Und ich vertrage es einfach sehr, sehr gut. Und ich habe danach das Gefühl, sobald ich mich abgetrocknet habe, dass die Haut richtig schön glatt und weich ist. Deswegen ist es jetzt die dritte Flasche, glaube ich. Und die vierte ist auch schon da. Ich will jetzt aber erstmal das Niacinamid-Produkt aufbrauchen. Aber ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen. Es ist ein Reinigungsprodukt mit Vitamin C. Es wird jetzt nicht den starken Vitamin C-Effekt haben wie ein Vitamin C-Serum, aber trotzdem so ein bisschen. Und selbst wenn das Reinigungsergebnis für mich sehr, sehr gut ist, ist das eine gute Sache. Bleiben wir bei Reinigung. Ich habe aufgebraucht das Geek and Gorgeous Mighty Melt. Ich werde es nicht mehr nachkaufen, aber ich kann es euch trotzdem empfehlen. Das ist ein Reinigungsbalsam, ähnlich wie viele andere Reinigungsbalsen, die wir mittlerweile gesehen haben. Balea hat mittlerweile ja auch eins rausgebracht. Ich mochte das sehr gerne, aber ich werde immer wieder gefragt, Maxim, im Vergleich zu einer anderen Marke. Für mich immer noch. Und dieses Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Yepoda. Immer noch der Yepoda Cleansing Balsam, weil er einfach ganz mild ist, ganz weich, ein sehr effektiv, ein schönes Ergebnis hat. An zweiter Stelle ist von MAC das Reinigungsöl, das Hyper Real Canvas Öl. Das ist ein flüssiges Öl. Und dann kommen auch schon die anderen Reinigungsbalsams, beispielsweise Geek and Gorgeous. Und das von Balea würde ich trotzdem hinter diesem hier setzen. Es ist aber ein gutes Reinigungsprodukt. Also versteht mich nicht falsch. Deswegen nehme ich es hier mit rein. Nur weil ich es ja nicht nochmal nachkaufe, heißt es ja nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist. Ich habe einfach sehr, sehr viele Produkte hier, die ich auch irgendwie gerne probieren möchte. Ich möchte neue Texturen ausprobieren. Aber falls ihr euch dafür interessiert, würde ich das trotzdem vor dem von Balea setzen, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Reinigungserlebnis auch für die Haut ist. Hat mir gut gefallen, das Problem, was ich damit habe, weswegen ich auch gerade das von MAC habe in dieser roten, in dieser Flasche hier, weil ich einfach mich sehr, sehr häufig am Tag abschminke. Und hier sind zwar 98 Milliliter sind hier mit drin, das reicht bei mir eine Woche, ne? Wenn ihr euch nur einmal am Tag abschminkt, hält euch das länger. Wir hüpfen weiter zu Feuchtigkeit und da habe ich für mich recht neu entdeckt. Ich weiß, es ist kein neues Produkt, aber das ist für mich an so Tagen wie ich hatte ihn gestern, als ich meine Haut einfach, ne, gestern war Dienstag. Sonntag hatte ich meine Skin-Erneuerung, meine Hauterneuerung und da ist die Haut natürlich super angegriffen. Das ist ein intensives Hyaluronserum mit so kleinen Perlen mit drin, die dann aufplatzen. Sehr, sehr dick, verschiedene Hyaluronsäureketten. Ist nicht parfümiert, sehr mild. Also wenn ihr Probleme habt, vielleicht dass eure Haut sehr empfindlich reagiert, gefällt mir das sehr gut. Es zieht sehr schnell ein. Was ich total gerne mache, ist, ich nehme dann so ein Aquaspray. Das ist jetzt hier von Avène. Und sprühe das dann nochmal mit rein, dass es einfach noch mehr Wasser hat, was noch mehr in die Haut einziehen kann.
Kleiner wichtiger Hinweis: Wenn ihr Retinol verwenden solltet, bitte lasst eure Haut trocken werden. Und wenn ihr es gerade noch nicht gewohnt seid, so viel Retinol zu benutzen. Wasser ist natürlich super, super gut, um in die Haut einzuziehen. Und wenn Retinol, was sehr löslich ist, mit dem Wasser tiefer in die Haut eindringt, kann es auch zu höheren Irritationen führen. Deswegen lasst die Haut wirklich, wirklich trocken werden oder am besten auf Feuchtigkeit vor Retinol verzichten. Dann habt ihr das Problem nicht. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, weil es hier gut gepasst hat. Und ein kleiner Hack: Ich habe das neulich bei TikTok gesehen, dass Leute ihre Lippen mit Hyaluronsäure einfach einschmieren, weil es angeblich einen ähnlichen Langzeit-, also über einen längeren Zeitraum einen guten Effekt haben soll, um die Lippen auch voller aussehen zu lassen. Kann ich jetzt nicht belegen, aber ich habe das Gefühl, seitdem ich das wirklich mache und wirklich punktuell mit Hyaluronsäure auch an meine Lippen gehe, habe ich so ein bisschen, sehen meine Lippen voller aus. Und sie fühlen sich zumindest auch einfach deutlich weicher an. Dafür funktioniert das sehr gut. Alternativ kann ich euch das von Farm Loves Face auch empfehlen. Da habe ich aber noch zwei andere Favoriten, die ich euch da gerne mit auf den Weg geben würde. Neutrogena. Neutrogena ist für mich mittlerweile eine Marke. Ich teste auch gerade die Retinol-Reihe von Neutrogena. Die mag ich auch sehr gerne. Aber alles, was so feuchtigkeitsspendend ist, ist Neutrogena einfach 10 von 10. Wir rutschen einmal kurz zum Körper und ihr habt vielleicht das Video schon gesehen, ich weiß es nicht, von meiner Mama mit ihren Favoriten und sie liebt ja das Fenial Duschgel oder was, die Bodylotion. Ich habe es noch nicht gedreht, ich habe nur das Foto gemacht. Ich habe mir dieses Öl ja vor einer Weile gekauft. Ich muss sagen, ich liebe auch das. Das ist mit Avocadoöl und Shea Butter. Es ist zum Sprühen gemacht. Der Duft ist unglaublich und ich liebe es einfach im Moment, mich einzuölen. Wundert euch bitte nicht, warum meine Arme zwei verschiedene Farben haben. Ich habe gestern auch Self-Tanning gemacht, um einfach auch den Vergleich gut zeigen zu können. Deswegen ist es. Ich probiere viel vorzubereiten im Moment. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich habe kein Team hinter mir, was irgendwie mir irgendwas abnehmen kann oder so. Deswegen muss ich da einfach ein bisschen gucken, wie ich das mache. Aber zurück zu dem Öl. Ich liebe das. Ich muss dazu sagen, ich bin im Moment sehr ernährungsfokussiert, sehr sportfokussiert. Ich gehe gerne zum Sport. Ich esse im Moment auch sehr gerne. Ich habe ja auch neulich den Spruch gemacht, dass ich gesagt habe, ich esse nichts mehr, wo etwas drin ist, wo ich das Wort nicht aussprechen kann. Und irgendjemand schrieb dann, Maxim wünscht sich zum Geburtstag ein Duden, damit er weitere Wörter lernen kann und mehr essen kann. Korrekt. Nein, ich habe natürlich, mein Körper verändert sich im Moment sehr, sehr viel, finde ich. Und ich muss so ein bisschen gegenwirken, dass die Haut einfach schön mit Feuchtigkeit versorgt wird. Ich creme sie im Moment wirklich jeden Abend ein, obwohl ich, ihr wisst es, ich hasse das. Aber eincremen und dann im Anschluss dieses Fenjalöl. Super, super pflegend. Das ist nicht so ein trockenes Öl, aber auch nicht so ölig. Auf den Beinen schön, auf dem Dekolleté schön. Ich bade in Öl. Ich liebe das, ich mache das sehr, sehr gerne. Und gerade auch so an trockenen Stellen hier, ne, habe ich ja auch diese eine Stelle, kommt das Öl mit drauf. Mag ich gerne. Es ist ein parfümiertes Öl. Was ich euch mit sowas aber empfehlen kann, ist ein Spritzer hier, ein Spritzer da, ein bisschen einziehen lassen und dann mit eurem Parfum raufgehen. Es hält deutlich länger. Ich würde ein Parfum wählen, was vielleicht dufttechnisch ähnlich ist, aber so habt ihr auch nochmal ein bisschen länger was von eurem Parfum und die Haut. Es sieht einfach gesund aus. Eine gut gepflegte Haut am Körper auch sieht einfach gesund aus. Und ich muss mir das mittlerweile so ein bisschen angewöhnen, einfach auch wieder mehr Zeit in meinen Körper zu investieren. Wir bleiben aber nochmal bei meiner Stelle hier. Und zwar habe ich hier von Mixer diese 10 in 1 Seeker Repair, reparierender Balsam. Ich habe jetzt mal gelesen. Reduziert raue Stellen, glättet, stärkt die Haut, spendet Feuchtigkeit, beruhigt. Geschmeidige Haut, natürlicher Glow, geeignet für Slugging. Nicht im Augenbereich und auf den Lippen auftragen. Also Slugging ist ja, wenn du ganz viel Skincare machst und dann eine dicke Schicht Vaseline oder sowas hier aufträgst, dass es wirklich in der Haut bleibt. Bin ich nicht so ein großer Fan von mit Vaseline oder mit so einem, ne, mit allem, was so super dick ist. Ich mache das meistens mit dem Öl, bin ich ehrlich. Aber gerade für diese Stellen hier. Also das hier reicht völlig aus. Einfach hier auftragen. Es ist ein bisschen klebrig, deswegen würde ich das auch nicht so großflächig verteilen. Aber an trockenen Stellen, an den Fingern, an den Füßen. Ihr Mäuse, unsere Füße machen sehr viel mit. Und ich weiß, wie eure Füße aussehen. Genauso wie meine Füße aussehen. Trocken. Nach dem Winter trocken. Nehmt dieses Ding.
Macht am besten Peeling. Ich empfehle euch da wirklich die Glykolsäure von The Ordinary, um sie einfach auf die Füße zu machen. Es entfernt schon mal die toten Hautschüppchen. Eincremen, im Anschluss dann dieses Produkt rüber und ihr seid good to go. Ihr habt eine wirklich schöne, weiche Haut und seid bereit für den Frühling. Was ich auch noch mit auf den Weg geben wollte, ist die Spezial-Wundschutzcreme. Da haben sich so ein bisschen die Gemüter gespalten hier, denn ich habe gesagt, ich möchte damit mein gesamtes Gesicht eincremen. Und ich muss euch sagen, ich lieb's. Ich habe keine Probleme damit bekommen, was ich aber nicht jeden Tag machen würde. Also es gibt so Tage, Montag. Ihr wisst mittlerweile, was Sonntag ist, habe ich jetzt, glaube ich, schon oft in diesem Video gesagt. Sonntags wird ganz viel gemacht und Montag nichts. Und ich brauche dann so eine Regenerationsphase und da hilft mir das. Ich trage aber auch nicht so dick auf, ne? Also ich nehme mir etwas, diese Menge hier, verreibe die und geht dann in mein Gesicht. Das weißelt sehr, das ist sehr, sehr reichhaltig, das ist Zink mit drin. Zink hat eine weißliche Textur auf der Haut, aber die Haut danach ist einfach beruhigt. Oder wenn ihr hier, ne, viele von euch werden das Problem zumindest nicht im Gesicht haben, wenn ich hier so Rasurpickelchen habe, tupfe ich das einfach auf am nächsten Tag, juckt es nicht mehr, es brennt nicht mehr, geht auch unter den Armen, wo auch immer ihr euch rasieren wollt. Große Empfehlung, mag ich sehr, sehr gerne. Ich möchte eben mehr Babyprodukte benutzen. Ich weiß nicht, was los ist, warum ich im Moment so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich vorsichtiger bei Inhaltsstoffen werde, aber ich achte im Moment schon drauf, dass nicht so viel Quatsch mit drin ist. Aber ne, langsam, langsam, langsam. Und ich wollte noch mal mit euch über Farmloves Face reden. Auch hier kein bezahltes Video, sondern nur eine Empfehlung von mir. Das ist eine neue Skincare-Reihe aus der Drogerie. Gibt es bei DM, Müller und Budni und auch bei DM Österreich. Einmal hier der Toner. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer den von Brianna benutzt hatte, ne? Das Fat Water hat das abgelöst, aber er hat auch mittlerweile diesen hier abgelöst, bin ich ehrlich. Der ist von No Cosmetics, hat 100 Milliliter mit drin. Preislich sind die ungefähr gleich. Ich vertrage den aber trotzdem besser. Ich habe hier irgendwie ein besseres Gefühl. Erstmal, es sieht viel, 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 viel schöner aus in diesem hochwertigen Glasflakon. Es zieht so schnell ein und wenn ihr euch gereinigt habt und danach, kennt ihr das Gefühl, dann manchmal spannt die Haut, diesen Toner rauf, weg. Du hast das Gefühl, dass du eigentlich keine weitere Skincare mehr machen müsstest. Großartiger Toner. Ich wünsche ihn mir in einer Sprühflasche. Ich suche gerade eine hier irgendwie, aber ich habe noch keine leere, wo ich das gut umfüllen kann. Einfach auch mal so zwischendrin. Ganz, ganz tolles Produkt. Für mich, glaube ich, das Beste aus der ganzen Reihe bis jetzt und an zweiter Stelle auch direkt das hier. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an von The Ordinary, dieses rote Zeug, was ja sehr viral gegangen ist. Ich fand das sehr aggressiv. Ich persönlich habe es selber auch nicht vertragen. Aber das ist mit AHA und BHA und Bio-Grünkohl. Es riecht ein bisschen nach Grünkohl. Es sieht auch ein bisschen, es riecht nicht nach Grünkohl, es riecht nach Chlorophyll. Es riecht grün. Es riecht, als hättet ihr, weiß ich nicht, an einem Blatt gerieben. Ist okay, kann ich mitleben. Es ist auch grün auf der Haut. Es sieht natürlich auch nicht schön aus, aber der Effekt ist für mich der zählt. Gerade um die Nase herum, gerade in diesem C-Zonen-Bereich herum, tote Hautschüppchen werden entfernt, die Poren werden tiefenrein wirklich gereinigt. Hier ist auch noch Allantoin mit drin, was dafür sorgt, dass die Haut nicht so stark gereizt wird, sondern eher beruhigt wird. Du brauchst nicht viel. Punktuell auf ein Pickelchen vielleicht mal, wenn er abgeheilt ist und sich drumherum so eine trockene Stelle bildet. Oder wenn ihr sagt, ihr habt hier vielleicht so ein paar trockene Fältchen und so eine, ja, schon fast ein bisschen krustig, einfach weil ihr zu wenig Feuchtigkeit eurer Haut gegeben habt, raufmachen, 10 Minuten drauflassen, abspülen, dann eure normale Skincare-Routine machen ohne aktive Inhaltsstoffe wie Retinol und Vitamin C. Und dann sehen die Poren einfach super, super ebenmäßig und glatt aus. Großartig, das ist mein Sonntagsprodukt. Ich bin ganz gespannt, was ihr für Empfehlungen vielleicht noch für mich habt. Dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.